Ja, ich hab's an. Sind wir auf Sendung? Ja, wir sind auf Sendung. Also unweit von dieser Stelle parke ich gelegentlich. Denn hier ist die Verlängerung von dieser Heinrich-Heine, also eigentlich die Heinrich-Heine-Straße stößt dann auf die Köpenicker Straße. Und an dieser Kreuzung, dort ist so ein, ein Vertragspartner von uns, Kohle und Energie. Mhm. Und mit denen hatte ich gerade in letzter Zeit mehr als üblich zu tun. Und da habe ich zweimal hier in der Heinrich-Heine-Straße geparkt. Und das kann man eigentlich von hier aus sehen. Mhm. Und dieser, das ist der weiße Strich, den ich hier meinte, den mein, also der wohl die Grenze markiert. Mhm. Und man sieht es eigentlich auch hier dann gut drüben, dass also die Grenze doch deutlich auf DDR-Gebiet steht. Ja. Und also zumindest hier im Ansatz. Ja. Und wenn man diese Grenze überschreitet, begeht man eine provokative Grenzverletzung. Wie kürzlich festgestellt. Sieht ja alles doch sehr militant aus, muss ich mal sagen. Diese Wachtürme hier mit diesen kleinen Schlitzen, die ja dann auch wohl verschlossen werden können, hier mit diesen Klappen, die man da drüber sieht. Ja. Da drüben ist die Platz mit dieser Ruine dieser Michaelskirche hier. Ja. Ja. Mhm. Aha, und da, also da kann man rein. Mhm. Das ist die zweitgrößte katholische Kirche gewesen in Berlin. Die größte ist diese Lieblingskathedrale am Bebelplatz, also dort, wo die Staatsoper ist. Und das ist dann die zweite gewesen. Wir räumen gerade ein, ne? Das können wir vielleicht trotzdem rauf, oder? Ja. Der Bus fährt. Und dort ist so die Einmündung zu der Straße, dort dieses graue Eckgebäude. Dort geht dann direkt die Straße so an dieser Mauer, an dieser hinteren Mauer lang. Ja. Wo ist dieser gesamte Platz, das ist hier vermutlich so dieses Engelbecken gewesen. Denn dieser Kanal, der ging dann. Also hier, dort wo die Bäume rauskommen, diese Grün ist, genau, dort so dran lang und dann so wie diese Straße rein ist das gewesen. Also dieser Streifen zwischen den Mauern, der ist auch unterschiedlich, ne? Ganz unterschiedlich, ja, also teilweise sehr schmal. Ja. Thomas! Jetzt geht das rum. Stehe mal vorne. Die sind doch noch nicht ganz zu Ende, ne? Ja. Habe ich den Eindruck, sondern die machen noch. Das Blaue auch ein bisschen. Das wird ja ein Kuddelmuddel mit den Urheberrechten. Der guckt, glaube ich, im Feldstecher. Der guckt im Feldstecher, ja. Aber er guckt jetzt woanders hin. Also ich nehme mal an, er ist das schon gewohnt, dass er abgelichtet wird. Ja. Außerdem hört er ja sowieso über die hier sitzenden Mikrofone, was wir reden. Da braucht man gar nicht immer hingucken.
hier drüben auf der anderen Seite, also mehr oder weniger, naja, nicht direkt jetzt hier hinter, sondern wir müssen noch ein Stück vorgehen. Segitzstraße, weil das ist sie hier, das ja. Ist die, ja. Ja. Und die Segitz. Inzenstraße, Segitz. Erkelenz, das ist vielleicht noch mehr da drüben. Ja. Ja, Erkelenz da drüben. Die führt ja dann direkt runter zu diesem Frankel-Info. Also das ist hier schon, also würde ich mal sagen, die ursprüngliche Trasse gewesen von diesem städtischen Kanal. Ich würde mal annehmen, dass vielleicht zwischen diesen großen Bäumen das sogar zwischen gepasst hat. Das, was dazwischen gepasst hat? Dieser Kanal. Weißt du, dieses Kanalbett. Ja, das war hier das, mal. Das muss, wir gucken mal vielleicht da. Also da vorne ist ja wahrscheinlich der Landwehrkanal. Ja. Und hier ist es dann so abgegangen. Hier könnten wir ja dann mal hochlaufen. Also hier, das ist so die Trasse. Ja, und wann ist das mal irgendwie stillgelegt worden? Zugeschüttet wurde der ungefähr Mitte der 20er Jahre. Dieses Jahrhunderts. Hat man das dann nicht mehr benötigt? Oder? Nee, dieser ganze Kanal ist eigentlich nur angelegt worden. Er hatte eigentlich nie so eine richtige praktische Bedeutung. War wahrscheinlich auch sein Handicap. Ja? Die haben ihn nach dieser 48er Revolution 1848 ausheben lassen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Und haben gesagt, naja, wäre vielleicht gar nicht schlecht, dann hier so ein Kanal und mal sehen. Aber die Schifffahrt hat den nicht angenommen, weil die sind eben dort an der Oberbaumbrücke auf den Landwehrkanal gegangen und dann war die Sache eben gut. Mhm. Ein ganz klein bisschen soll er wohl eine Funktion gehabt haben, eventuell, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am Anfang seiner Existenz im Zusammenhang mit dem Aufbau dieses Gebiets dann hier so, ja, da haben sie das Baumaterial praktisch drauf rangefahren. Mhm. Und aber als das dann so abgeschlossen war, naja, da ist hier an dem Transport nicht mehr sehr viel gewesen und der ist dann auch stark, sagen wir mal, wieder versandet oder verlandet, wie Berliner das so nennt. Und weil eben keine richtige Nutzung war. Das ist also Schlesisches Tor. Mhm. Ja. Also dort hinten, ja. Dieses langgestreckte Gebäude hinter diesem Aluminiumverkleideten dort, mhm. Was man dort so sieht, das ist der Bahnhof Warschauer Straße gewesen, also der eigentliche Endpunkt. Und die Brücke, die dann über die Straße führte, die hier parallel zum Ufer verläuft, die Osthafenstraße, diese Brücke, die darüber führt, die hat man dann am 13. August abgebaut, also danach. Sodass da die Verbindung jetzt gar nicht mehr da ist. Mhm. Das ist quasi unterbrochen. Und die Station Oberbaumbrücke, die müsste eigentlich hier schon auf dem letzten Fall gewesen sein, würde ich mal annehmen. Bin ich aber nicht so sicher. Und weil eben diese Station nun diese exponierte Endpunktlage hatte, hat man sie also kaum benutzt und ist dann zu Fuß über die Brücke gegangen, und zwar unter diesen unter diesen Kolonnaden, wie man es so nennen könnte. Ja. Da ist man so durchgegangen. Da fällt mir, wie gesagt, Klaus Pieler ein, dem sie dort die Bananen aus der Wasserflasche gezogen haben. Die war nämlich zu Fuß, also nicht in der Bahn, wollte ich Ihnen noch sagen. Ja. Ja. Wir sind dann hier aus dem Kino gekommen und dort rübergelaufen, und bei dem Rüberlaufen hat das eben die Aufmerksamkeit erregt, dass die Bananen ihm so aus der Tasche standen. Was haben sie mit ihm gemacht? Naja, haben sie. Ja, die Bananen haben sie ihm weggenommen. Mhm. Ja,
Hier drüben ist die Osthafenmühle und links davon so ein Papierkontor und da bezieht Bauer ihre Pappe her. Das hast du möglicherweise jetzt genau wie sie, also diese Gebäude, wo dort diese weiße Fassade abbröckelt, weiße Farbe abbröckelt. Mhm. Überall stellen wir doch hier private Bezüge her. Ja. Ich habe jetzt diese Stelle hier mal, diese Ansicht von der Seite mal auf einer Passkarte gesehen und da ist über diese Brücke noch eine Straßenbahn gefahren. Also das war aber nun eine sehr alte Karte, vielleicht so um den Ersten Weltkrieg rum die Zeit. Ja. Da ist hier also wie gesagt oben die Hochbahn gefahren und hier auf der Straße. Chinesische Brücke mit Einlass des Landwehrkanals im Hintergrund, direkt von der Spree abzweigend. Reger Fahrzeugverkehr in Berlin-Ost. Das müssen wir dokumentieren. Ja. Doch, sehr rege. Sehr rege, 7.34 Uhr. Man kann ja fast die Nummernschilder erkennen. Ungewöhnlich für diese Zeit. Es geht seinen sozialistischen Gang. Man kann sich vorstellen, bei allen Stellen, die von West-Berlin eingesehen werden können, da werden dann in einem kleinen Karree immer die Autos rumgeführt, um einen lebhaften Fahrzeugverkehr vorzutäuschen. Ende des Springer-Kommentars. Genau. Die müssen dann immer im Kreis fahren. Ja. Das Ufer selbst wohl nicht. Mhm, aber das ganze Wasser, das oder ganze nicht in Wasser. Der Mitte? Nicht in Nein, der in der Mitte nicht. In der Mitte eben nicht. Mhm. Sonst wären ja auch auf diesem Teil irgendwie so Patrouillen denkbar hier. Ja. So ähnlich wie jetzt auf der Elbe. Also auf der Elbe ist es ja nun andersrum. Naja, andersrum kann man auch nicht sagen. Die wird ja da wohl so ein Status quo gehalten in der Weise, dass sie beide dort auf der Elbe rumfahren. Ne? Und nee, hier ist die ganze Wasserbreite, wird in die DDR. Die gehört zur DDR. Also wenn man hier so durch diese Lücke guckt auf die Oberbaumbrücke, dann macht es ja alles ganz besser. Aber diese ganz kleine Stück hier ist vielleicht ja, so durch ganz. Jetzt habe ich es drin.